Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Tell Me Why. So, Kapitel 2 ist draußen und ja, wir fahren einfach mal fort. Once upon a time, in a deep and ancient forest, there lived a pair of crafty goblins. The crafty goblins did everything together, until one day, when darkness overwhelmed the big wooden house in which they lived. Blamed for the darkness, Brother Goblin was forced to leave the forest, while his sister had to stay behind. Later, they were finally reunited, and together, they decided to confront the darkness in the big wooden house. Though they sought the help of their friends in the forest, they found that no one wanted to delve into the long-gone past. This is how the goblins found themselves alone in the woods. Trying to discover why darkness had submerged the big wooden house. Tomorrow we should play Compass and North Star in the woods. Be sure to wear your hat then. You be sure to wear your hat. All right, who wants ice cream? Me! Eat up. Without a word, she went out and buried the tiara in the ground beneath the sapling. And as the final scoop of dirt fell, the tiara felt truly gone. And with it, the final link to her old self. She could only go forward and find a new place for herself in this world, where she was no longer truly a princess in a tiara and a beautiful gown, but a wan woman. Alone in a deep and ancient wood. And that was how the princess lost her most precious treasure. And her title. I don't like that story. There were no goblins, and it was depressing. We won't read it again. I love you, Mom. Not me. Just kidding. Love you, Mom. I love you too. Sleep well and dream, my doves. Ollie? What a waste. Bah. Oh, das tut sie nicht. Allison! Ollie! Allison, help! Die innere Stimme. Oh!
to call for help. Allison. I killed Mom. I killed her. Familiengeheimnisse. Ja, genau. Wir haben ja herausgefunden, dass nicht Tyler die Mutter getötet hat, sondern Allison. Aber er ist für sie ins Gefängnis gegangen. You doing all right? I thought coming here would be closing a chapter of our lives, you know? And instead, we've spun off a whole miserable prequel trilogy. Okay. No. We're not letting ourselves do this again. Come on, up. Mind-numbing labor's a great way to forget your troubles. Can't we just have coffee instead? No. On your feet, soldier. Let's take a break from packing and sort out the furniture. If we get enough done, I'll drive you into town and buy you a gallon of ice cream. Mint chocolate chip, 2 gallons. Let's do this. So kann man's auch einfach. Goblin face is keep. Dollar sign is donate or sell, and trash can is, well, trash. By the way, I cleared out most of the stuff from the bathroom this morning, but I left you the toilet. How very generous of you. So, wir spielen wieder Allison. Hier können wir nicht rein.
Ich bin ja immer noch echt begeistert, wie toll dieses Spiel schon wieder geworden ist, ne? Also, das sind wirklich wahre Künstler. Und vor allen Dingen, wie die das alles schaffen, diese Storys auch aufzubauen. Auch jetzt hier das mit dem Transgender. Ich finde das klasse. Das ist, ja. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Ich find's großartig. Obwohl ich viele Fragen habe. Ich habe mich damit ja mit dem Thema noch nie beschäftigt. Und ich habe da echt Fragen. Ich würde da mich gerne jetzt mit jemandem drüber unterhalten, der das erlebt hat, der wirklich auch Transgender ist, weil nicht jetzt, um blöde Fragen zu stellen, sondern wirklich Neugier halber. So, ne? Es ist ja immer so, die Sache, man darf ja nicht vergessen, ich muss das kurz sagen, man darf ja nicht vergessen, es ist ja immer eine Sache, sowieso eine große Sache, sich zum Beispiel zu outen. Egal wie. So, Heteros müssen sich nicht outen. Das wird von denen nicht verlangt. Und Lesben müssen sich outen, Schwule müssen sich outen. Und da wird immer so ein riesiges Thema draus gemacht. Ich weiß noch zum Beispiel, ich bin bisexuell. Und meine Mutter, der habe ich das erzählt. Die hat mir nicht geglaubt. Überhaupt nicht. Ich habe ihr auch erzählt, dass da auch schon mal was mit einer Frau war. Und die hat mir immer noch nicht geglaubt. Also das glaubt sie einfach nicht. Und ich denke, wenn ich eine mitbringen würde und ich glaube, ich würde vor ihren Augen mit ihr rumknutschen, dann würde sie es glauben. Auf jeden Fall, das finde ich natürlich noch schlimmer, als wenn es irgendwie Stress gibt deswegen. Weil wirklich dieses so, ich erzähle dir das und du glaubst mir nicht, warum und wieso. Ne? Weil meine Mutter ist so jemand, kein Fan von sowas, ne? Gleichgeschlechtlicher Liebe und so. Das existiert in ihrer Welt nicht. Was eigentlich, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Eigenartig ist, weil selbst ihre Schwester ist lesbisch, also die, oder ja, sie ist jetzt, ich weiß nicht, ist sie jetzt lesbisch oder ist sie dann noch bisexuell? Also sie stand vorher nicht auf Frauen, sie war mit einem Mann verheiratet, hat auch Kinder mit dem bekommen, dann haben die sich scheiden lassen und jetzt lebt sie mit einer Frau zusammen. Ich würde jetzt sagen bisexuell, aber wenn sie es vorher nicht war, ist ich, ne, auf jeden Fall, aber wiederum für meine Oma ist das überhaupt kein Problem. Meine Oma akzeptiert das mehr als meine Mutter. Obwohl meine Oma mittlerweile 83 ist. Also, ne? Auf jeden Fall, das Thema ist ja, so. Aber die haben es halt schon schwer, sich zu outen. Und, ich glaube, für so Transgenders ist das noch schlimmer. Also noch eine pur schlimmer. Ich weiß es nicht. Es kann auch sein, dass es überhaupt nicht so ist. Aber ich kann es mir halt nur so vorstellen, weil, es ist ja eine ganz andere Nummer irgendwie. Als immer nur auf das selbe Geschlecht, also auf das eigene Geschlecht steht, sondern es ist ja eine Verwandlung. Also, was heißt eine Verwandlung? Man verwandelt sich jetzt nicht einfach in irgendjemanden, den man halt so, sondern man fühlt sich ja sein Leben lang nicht in den richtigen Körper. Also, man denkt die ganze Zeit, man hat nicht den richtigen Körper. Das Mädchen fühlt sich die ganze Zeit wie ein Junge und möchte den das auch sein und andersrum ist es auch so. Und ja, ich glaube, es ist ein schwieriges Thema. Wie gesagt, ich würde mich da echt gerne mal mit jemandem drüber unterhalten. Ich bin, was sowas angeht, sehr neugierig und möchte meinen Horizont sehr gerne erweitern. Ich fände es ja echt schön, wenn, ich meine, bei mir schreiben sie sowieso wenig Kommentare unter den Videos, was mich jetzt nicht so weiter stört. Aber ich wünschte mir, da würde einer drunter schreiben, der sich mit mir da so drüber unterhalten könnte. Das wäre echt interessant. Gut, wir machen jetzt erstmal weiter. Und in der nächsten Folge werde ich dann mal wieder aus dem Buch zwei Geschichten vorlesen. Aber erstmal kümmern wir uns hier drum. Everywhere I look, there's just stuff, stuff and more stuff. Marianne the Magpie. Die Elster. Hello, ancient broken down machines. That will be the future owner's problem. Oh. Haftnotiz anbringen. Ja, das ist definitiv Müll. Weil, hier ja sowieso nichts drin funktioniert. Okay, was ist hier? Ansehen.
We don't really want to keep anything in here, right? Hm. Gehen wir mal hier weiter durchs Wohnzimmer. Huchala. What to do with this? Den Tisch, den könnte man verkaufen. Maybe someone would be willing to refinish it. Würde ich jetzt sagen. Ach, gucke mal. Koblenz. What's this doing down here? Is that gum? Ugh. I guess that was probably me. Die Koblenz waren hier. Wie geil. Die Kobolde waren hier. Wie gesagt, falls ich mal irgendwann mal dazwischen rede oder so, ich mache das nicht mit Absicht. Ich versuche das so gut es geht zu vermeiden, was halt immer echt ein bisschen schwer ist, weil die auch so einfach mal dazwischen labern und man nie weiß, wann ist denn jetzt gerade der Satz zu Ende oder kommt da noch was. I completely forgot we had a pet vole for a few days. Poor Volcano. She was in rough shape when we found her. Good thing Marianne actually knew what she was doing with injured wildlife. Oh, jetzt haben wir wieder eine Erinnerung. Ach nee, so rum war das. Lasagna, lasagna! Finish your salad first. Thank you, Tessa. You're a lifesaver. No, don't worry about it. They're just leftovers from the restaurant. What about Volcano? She needs to eat her lunch too. Oh, quite right, love. She can have my corn. Here you go, little one. Must be hungry too. Tessa really did keep us all fed. She always tried to take care of everyone. Still does, I guess. Hmm. I guess it's finally time to take these pictures down. Yeah. Still deciding what to do with them. Ja, es sind glückliche Erinnerungen, ne? Es sind immer noch Erinnerungen. I mean, most of them are pretty happy memories. I guess. You look cute here. That's not me. I mean, it is, but... But... You remember how I'd spend hours in front of the mirror just gathering all my hair behind my head? Sure. Dressed like this, with the long hair, it was like no one could really see me, you know? I was the invisible boy. Damn. Didn't think a picture could throw me like this anymore. I'm sorry. That sounds really rough. Yeah. I mean, don't get me wrong. I'm like 1,000 times better. But I've got a ways to go before I'm comfortable taking my shirt off. Which is why I'm scheduling my top surgery as soon as we sell this house. No more putting a binder on every morning. God, that sounds fucking amazing. Yeah, totally. Just so you know, I'll be there to help out when you do. Whatever you need. Thanks. All right. What's your verdict, Ronan? You know what? I'll keep a few. To remind us how far we've come. Jetzt kann ich sie mir nicht mehr ansehen? Ist ja auch doof. Da. Wer ist das? Wer ist der Typ? Oh man, I love this one. Why do I look so pissed? I remember loving this. Maybe because Marianne was sticking a camera in your face? Come on, smile, like Allison. Oh, ich habe schon wieder eine Erinnerung. Ah, da. Come on, honey, smile, like Allison. Hold up your fish. It's not my fish anymore. Allison stole it. Wer ist er? My sister, the fish thief. You were just being bratty. Was I, though? Yes. All I did was help clean it when we were out on the porch. Eddie had to force you to share. Eddie. Uh-huh. Ugh. Gross stain is gross. What happened?
Some unfortunate spillage that brought about the end of indoor tea parties. I hid the stain with my toys, forgetting that they would eventually be picked up. Brilliant move, Ronan. Well, I seem to recall a time you stole an egg, put it on the couch, and sat on it because you wanted a pet chicken. We don't talk about that. Uh-huh. Well, at least I didn't leave a stain. Oh, wir kriegen gerade Unmengen. Von Erinnerungen. Steady now. Take your time. He's not gonna jump up and do the cha-cha. What about me? I wanna clean the fish too. It's not even your fish. You didn't catch anything. Ugh. Only because you wouldn't stop talking and scared all the fish away. Keep your eyes on what you're doing. Allison, when we're done with this half, you can take over and do the other one. That sound fair? Yes. You're right. I was kind of being a brat. Kann ich hier was? Nee. Schön, dass wir das Fenster mal aufmachen. Also, was haben wir hier? Bücher, denn ganz da Sachen. Da, da, hier, das. Da haben wir schon was. Ihn können wir nicht ansprechen. That's a nice vase. I wonder if my horse figurine is still in there. Your what now? You know, my blue toy horse. With the kind of melted face. The one you stole from me. What? That never happened. Yeah, it did. I won it at that little Halloween carnival they had at the school every year. You grabbed it and hid it in the pot. Then when I tried to get it back, you said there was a snake inside too. Whatever you say, horse face. We have the same face. Stimmt. Haben sie. Aber, naja. Wir sind also eine kleine Diebin, würde ich mal sagen. Da ist nichts, da ist nichts. Kühlschrank. You hungry? We have a whole lot of nothing. I was hoping maybe you could make me one of those pickle and ketchup sandwiches. I'm sorry, sir. We are all out of pickles today. Could I interest you in a ketchup-only sandwich? Looks like there's still a bottle back here. Ew. Says the guy who used to eat peanut butter with ranch. So good. Oh Gott. Aber ich glaube nicht, dass sie die Essiggurken mit dem Ketchup auf dem Sandwich gegessen haben, weil es so lecker war, sondern eher, weil die Mutter nicht genug Geld hatte, um was zu essen zu kaufen. Weil, so wie wir gerade in der einen Erinnerung um den Tisch herum gesehen haben, hat die Tessa denen was aus dem Restaurant mitgebracht, was übrig geblieben ist, damit sie was zu essen hatten. Manchmal. Crummy table and wobbly chairs. Behalten, Müll verkaufen. Ich würde es trotzdem verkaufen. We can make some pretty good money if we sell this. And I know I'd end up eating on the couch most of the time anyway. Oh. Oh god. That's what's that smell? Oh, here. Oh, what's that smell? Smells like delicious garbage. Ooh, yes, delicious indeed. Or could it be Stinky Pants Sam? Oh, Stinky Pants Sam! Come on now. Sam got that smell getting a skunk out of our barn. Be nice. A skunk? What did you do to her? Is she okay? Sure is. She just went hunting for food and couldn't get back out. All she needed was a little nudge to get her on her way. Sam Kansky, hero of skunk kind. I remember being super impressed by him, and it made me want to be a wild animal superhero too. Ancient appliances, you are staying here. Although, that oven looks in okay enough shape. No way. We are not moving the oven. Oh, was haben wir hier?
Kuchenauflauf, Zutaten. Eine Dose Kirschen, eine Dose Ananas, gewürfelt, 250 Gramm gehackte Walnüsse von den Zwillingen durchgestrichen, Schokoladensplitter. Für den Kuchenmix 130 Gramm Mehl, gesiebt, ein Teelöffel Salz, 100 Gramm weißen Zucker, durchgestrichen, brauner Zucker oder 125 Milliliter Birkensirup, ein Teelöffel Backpulver, 220. Könnt ihr ja selber lesen. Jeden Tag, bitte, Mom. Okay. Mhm. Dann haben wir noch hier. Da ist nichts mehr, okay. Dann im Badezimmer. What about that dresser? If you want your towels to rot, go for it. Maybe someone could clean it up? It's well made. Your call. Wir behalten die. Keeping it. Man kann sowas richtig schön wieder herrichten. Mein Gott, was geht denn da draußen ab? Thanks for clearing out those cabinets. Not my pleasure. Oh, ew, ew, ew. Raven Sarah. Oh God, I can still taste it. Put it away. Ugh. Say ah. Ah. I remember cutting off shaving cream beards with these. Oh, yeah. Mhm, das war's. Okay, dann ab nach oben, oder? And what do you know? More stuff. Five little monkeys jumping on the bed. Hey, Tyler. How does five little monkeys go again? Five little monkeys jumping on the bed. One fell down and bumped his head. Mama called the doctor. The doctor said, no more monkeys jumping on the bed. Oh, das ist so süß irgendwie, die beiden so. Ich wünschte, ich hätte so einen tollen Kontakt zu meiner Schwester, ey. Will this ever stop feeling so weird? Ja, ich kann sie gerade nicht irgendwie finden. You gonna come back down to help me or what? No more monkeys jumping on the bed. Or out of a tree. Don't say that. Mama's gonna be so mad you had to go to the hospital. She worries way too much about what people think. Everything okay up there? Yeah. When's Mom coming home? She'll be here soon. Is anyone hungry? No, I'm okay. Thank you. God. You scared me to death when you fell out of that tree. I cried most of the way to Tessa's house. It was kind of exciting going to the hospital, but the part after that with Marianne, that was less fun. I remember the look that Tessa gave her when she finally came home. If looks could kill, right? Yeah. And Marianne was a mess. Schauen wir mal nach unten. But soft. What light through yonder? Oh, wait. It's just you. Clever. There's a paper plane stuck in the ceiling light. Maybe it has a secret message from our past selves. Find something to knock it down. Hmm. I could use that ball. Könnten auch klopfen. Klopfen? Klopfen? Klopfen. Okay. Let's see if I can still do this. $5 says you miss. Ha! Getroffen. Schade, jetzt können wir nichts mehr auf ihn werfen. Oh my God. Wow. This is unreal. What is it? Allison's a big fat loser. You're no better at insults than you were at 11. Why mess with perfection? Arsch. Hier ist nichts. Da ist noch der Teddy und dann. Those paddles are pretty cool. Dibs. So, ich muss jetzt aber Schluss machen, meine Lieben, und sag dann mal Tschüss, bis zum nächsten Mal.